Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video, ich habe mir extrem viele Notizen gemacht, weil ich es wirklich ja, nicht lange ausgearbeitet habe, aber ich habe geschaut, woran liegt es, woran kann es liegen. Umsatz auf deinem Dropshipping-Store erhöhen oder vermehren. Wie macht man das denn? Ja, wie macht man das? Ist doch ganz einfach, Leute. Ich habe mir hier viele Notizen gemacht, die ich jetzt erstmal mit dir gemeinsam einmal durchgehen werde, hier theoretisch, und wir werden auch in die Praxis gehen in den nächsten Videos, die wir dir hier auf jeden Fall auf unserem Kanal vorstellen werden, denn wir haben jetzt eine Case Study gestartet, wir haben einen neuen Shop gelauncht und wirklich extrem viel, was wir dir hier jetzt in den nächsten Tagen mit auf den Weg geben werden. Aber heute wollen wir erstmal darüber sprechen, warum die Kunden vielleicht nicht auf deinen Store kaufen oder die kaufen vielleicht schon, aber du hast noch nicht so den Umsatz, den du gerne hättest. Und deswegen ist es für mich erstmal ganz wichtig zu sagen, dass du auf jeden Fall, bevor du jetzt sagst, ja, woran liegt's denn und dich erstmal in den Boden schämst, erstmal verstehen zu müssen, dass Klarheit auf deinem Shop der Schlüssel zum Erfolg ist. Was bedeutet Klarheit? Also Klarheit auf deinem Store bedeutet nichts anderes als Spam. So, Spam habe ich geschrieben, Apps. Das sind nämlich so Punkte, die mir aufgefallen sind. Und CTAs. Also CTAs sind Call to Actions. Call to Actions sind zum Beispiel Buttons, irgendwo in Newsletter eintragen. Ich möchte das jetzt einmal kurz erläutern. Spam ist für mich, ich gehe auf die Seite drauf und dann kommt da irgendwie ein Pop-up, wo steht, jetzt zum Newsletter eintragen. Ist für mich Spam. Apps, unnötige Apps, wie zum Beispiel nur noch 5 verfügbar, nur noch 3 verfügbar, Made by Bigeting und so weiter und so fort. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, die 10 oder die 7 schrecklichsten Shopify-Apps, die du auf keinen Fall installieren solltest, kannst du dir bei Gelegenheit auch mal anschauen. Und unnötige CTAs, also unnötige Call-to-Action, wie zum Beispiel jetzt in Newsletter eintragen, spare 5% oder mein Einkaufswagen reservieren, ein einziger Button auf deinen Store, du darfst nicht für so viel Ablenkung sorgen. Das sind 3 wichtige Punkte, die du wissen solltest. Und deswegen ist auch noch der nächste Punkt, der mir besonders aufgefallen ist, auch bei Coaching-Teilnehmern, ist nämlich immer der Kunde, das kann ich jetzt schlecht dran schreiben, der Kunde kauft nicht das beste Produkt auf deinem Store. Also es ist wirklich egal, was du auf deinem Store verkaufst. Ob du jetzt ein Apple MacBook verkaufst, weil du es darfst, weil du eine Lizenz von Apple hast, ein neues, oder ob du irgendwie einen Tuchhalter verkaufst, ist dem Kunden egal. Der Kunde kauft nicht das beste Produkt. Das beste Produkt wäre jetzt das Apple MacBook. Der Kunde kauft das Produkt, was er am schnellsten versteht und wo er weiß, wie er das handzuhaben hat und wo der Preis stimmt. Deswegen sei dir sicher, dass du dein Produkt erstmal in der Werbeanzeige, aber nicht nur in der Werbeanzeige, sondern auch im weiteren Verlauf, also auf der Produktseite, genau erklärst. Am besten mit einem Video, mit mehreren Bildern und, mit einer ausführlichen Beschreibung, aber nicht so eine Beschreibung, wo man einschläft, ja, dieses Produkt ist wunderschön, man kann das und das und das damit machen, sondern fang vielleicht mal mit einer Frage an. Wussten Sie schon, dass 10% der so und so weniger Rasen mähen müssen, weil Sie jetzt die und die Samen verwenden? Nein? Dann lesen Sie jetzt weiter. Werbetext schreiben. Storytelling. Die Kunden kaufen nicht das beste Produkt, sie kaufen das, was sie am schnellsten verstehen. Und deswegen auch nochmal hier so ein kleiner Appell für dich. Ist nämlich, ich schreibe es mal in Rot, weil das ist das Wichtigste. Das lernt man, wenn man Werbetexte schreiben will, empfehle ich dir mal eine Botschaft drüber zu bringen. Gibt es viele Bücher zu E-Mail-Marketing oder Storytelling lernen. Botschaft. Bringe eine passende Botschaft rüber. Bringe die Botschaft ernst rüber. Bringe die Botschaft super rüber. Also so, dass der Kunde sofort versteht, hey, da und darum geht's. Ich lese jetzt erstmal weiter. Und ganz am Ende kommt dann ein CTA, also ein Call to Action, wo er dann kaufen kann. Ja, dann habe ich nochmal so ein paar grundlegende Sachen, die mir so aufgefallen sind. Und zwar ist es erstmal, du bist nicht sichtbar genug. Du bist nirgendwo sichtbar. Auf den sozialen Netzwerken bist du nicht sichtbar. Du hast vielleicht nur Instagram, aber hast kein Facebook oder andersherum. Du hast kein Pinterest, du hast das und das nicht. Deswegen sorge erstmal für Sichtbarkeit. Dann wichtig ist die Skalierung. Skalierung deiner Ads. Kontrolliere deine Facebook-Ads wöchentlich. Ja? Das ist wirklich wichtig, dass du wirklich jede Woche einmal deine Ads skalierst, entweder downskalierst, hochskalierst, wie auch immer, je nachdem, wie es gerade läuft. Unzählige Videos dazu findest du in unserer Werbeanzeigen-Playlist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Facebook Werbeanzeigen leicht gemacht oder sowas. Da findest du eine ausführliche Videoreihe, wie wir dir das Ganze erklären, wie du
mit der Skalierung richtig umgehst, ja? Da erklärt dir mein Bruder Patrick in einem Dreiteiler genau, wie du so eine Ad richtig gut skalieren kannst. Deswegen sagen wir auch immer meistens, erstelle 10 verschiedene Ad-Sets mit 5 Euro am Tag, das sind 50 Euro am Tag, und filter daraus dann die besten raus. Dann nochmal, nutze wirklich Pinterest, Instagram sowie Facebook und baue dir eine Community auf, baue dir eine Reichweite auf, damit du langfristig wirklich mehr Umsatz generieren kannst. Dann auch nochmal wichtig, was 70% aller Online-Unternehmer, die ich so kenne, die einen Shop betreiben. Also ich habe ja auch natürlich viele Kontakte in der Online-Welt, gerade was Shops angeht, Online-Shops. Da frage ich immer nach, Jungs, wie ist das denn, wie sehen denn so eure Zahlen beim E-Mail-Marketing aus? Und dann gucken die, E-Mail-Marketing? Das machen wir gar nicht, warum sollen wir das machen? Wer öffnet denn heutzutage noch seine E-Mails? Und dann drehe ich mich immer um und sage, Junge. Das kann doch nicht sein. E-Mail-Marketing ist das A und O zu mehr Revenue, der kostenlos ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben eine E-Mail-Liste von 150.000 oder sowas. Wenn wir eine E-Mail raussenden, was meint ihr, wie viel Geld da rauskommt? Da kommt mehr als 10.000 Euro raus. Also im Schnitt sind es zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Ich möchte ja nicht übertreiben. Ich möchte ja realistisch bleiben. 5.000 bis 10.000 Euro Umsatz, der einfach mal so kommt. Auf einem Sonntag oder mitten in der Woche. Einfach mal so. Zusätzlich kommen dann noch die Werbekosten. Zusätzlich kommen dann noch die Neukunden dazu. Da kannst du an einem Tag mal eben schnell 20.000 Euro machen. Nur weil du mal eben E-Mail-Marketing gemacht hast. Deswegen ist es wichtig, E-Mail-Marketing durchzuführen, aber nicht so ein Larifari-E-Mail-Marketing, sondern automatisiertes E-Mail-Marketing. Automatisiertes E-Mail-Marketing ist, du erstellst verschiedene Kampagnen. Im Dropshipping-Bereich wäre es schon zum Beispiel mit der App Klaviyo, super geile App, macht mega Spaß damit zu arbeiten, macht mega geiles Dashboard, richtig geil. E-Mail-Marketing damit zu machen. Automatisiert, du kannst da verschiedene Workflows erstellen, wenn der Kunde das und das getan hat, soll das und das passieren, die E-Mail soll rausgehen, Customer Winback, Customer Welcome Serie, Vertrauen aufbauen, seriös wirken und so weiter und so fort. Wenn du E-Mail-Marketing machst, bist du King. Das ist einfach so. Wer heute kein E-Mail-Marketing macht, gerade in Bezug auf physische Produkte, der ist selbst schuld. Deswegen hier ein Appell an mich, das sind wirklich klare Botschaften, die ich dir in diesem Video mitteilen möchte, um wirklich mehr Umsatz, mehr Revenue auf deinen Dropshipping-Store zu erzielen. Und wenn du das verstanden hast, mit E-Mail-Marketing vor allem, dann kannst du extrem viel Umsatz machen. Und die Frage ist, die mir immer wieder gestellt wird, ja, ab wann soll ich denn anfangen mit E-Mail-Marketing? Ich habe doch erst 20 Verkäufe. Ja, du hast 20 Verkäufe, dann fang jetzt an mit E-Mail-Marketing. Und wir haben damals den Fehler gemacht, wir haben erst ab 5.000 bis 10.000 Verkäufe angefangen mit E-Mail-Marketing, weil uns die Zeit fehlte und weil wir das nicht so geschätzt hatten. Weil ich damals auch immer dachte, ja, E-Mail-Marketing ist zwar schön und gut, aber wer guckt denn heute noch in die E-Mails rein? Ich habe mich gewundert, als ich es ausgetestet habe, denn das Ergebnis war spannend. Meine erste E-Mail, die ich hier rausgesendet hatte, hat über 1.700 Euro Umsatz gemacht. Das war mal eben fast 1.000 Euro Gewinn dadurch. Ja, so viel nicht. Ich muss ja realistisch bleiben. 600, 700 Euro Gewinn waren davon. Durch eine E-Mail, die ich ohne großartiges Wissen einfach mal erstellt habe. Mittlerweile bin ich im Thema E-Mail-Marketing sehr stark, habe mir da auch mehrere Marketingbücher zugekauft. Werde ich auch nochmal ein Video zu machen. E-Mail-Marketingbücher, die ich empfehlen kann, gerade in Bezug auf physische Produkte. Ist extrem spannend, was man da machen kann. Deswegen, es ist mein A und O, also mein Herz, hier ist das Herz, schlägt für E-Mail-Marketing. Ja, also wirklich. Das ist etwas, womit du viel Umsatz machen kannst. Und somit verabschiede ich mich jetzt auch von diesem Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lass auf jeden Fall mal ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Bis dahin, dein Kevin Helfenstein.